Nein, aber das mit der Sprache, entschuldige, ich möchte sowieso sagen, die Sprache ist oft zu direkt. Ja, es gehört meiner Meinung nach sowieso, ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen Klima und Sprache, von dem bin ich fest überzeugt. Ja. Also wenn es dann als die nordischen Sprachen ist, so wie du weich und so lieb verspürt, ja. Und wer das abkommt in den Süden, wo es Hase ist und die Felsen sind ja, total. Und so. Ja, total. Portugiesisch zum Beispiel, das ist Quatsch, wie Kruppstahl. Portugiesisch ist nicht ja, so. Ja, da mischt es. Total aber hart. Da waren die Mauren, ja, dort, aber auch hart, dann irgendwie hart. Die Nordspanier. Ja, die Mauren, wie Mauren sage ich, hart. Die Mauren sind ja auch hart. Sarazenen. Ja, Sarazenen. Die Portugiesen sind überhaupt, zum Beispiel, ja. Es gibt zum Beispiel in heißen Ländern, gibt es ja überhaupt keine Liebesgedichte. Warum? Ach so, ja, weil es so hart sind. So hart sind. Ja. Ja. Sprache. Ja, und zum Beispiel in Japan, glaube ich, gibt es zum Beispiel keine Einschlafgedichte für Kinder. Oder gibt's so, nicht? Nein, weil das Kind einen Herzinfarkt kriegt, wenn der Papa kommt und sagt, Hotada! Ja. Weil die reden nichts miteinander. Die Japaner, das ist aber richtig, es wäre nicht geil. Nach dem Essen schweigen sie. Die reden nichts mehr. Setzen sie hin im Schneidersitz. Japanisch wäre zum Beispiel gut geeignet für dramatische Gedichte. Also dramatische Texte wäre japanisch ideal. Super. Aber nur japanisch. Nur japanisch. Sonst das ist nämlich, wenn man zum Beispiel nimmt, was weiß ich, Deutsch und Japanisch. Was ist? Naja, gibt es ja für mich eine gewisse Ähnlichkeit in der vom Klima her und vom so. Klima her. Ja, aber Deutsch zum Beispiel. Deutsch kann einfache oder sagen wir, Deutsch kann einfache Sachverhalte nur kompliziert darstellen. Nimm zum Beispiel deutsche Lyrik, was weiß ich, nehmen wir, aber gut, wir können nicht vergleichen. Ja, weil, Entschuldigung, können Sie ein japanisches Gedicht? Kann irgendwer ein japanisches Gedicht? Ich kann japanisch. Du kannst japanisch? Sicher. Echt? Ja, ich kann japanisch. Übersetzen auch? Also, vom Deutschen ins Japanische? Geht, ja, also holprig, aber es geht. Tun wir? Ja. Was willst du denn machen jetzt? Dann machen wir Erlkönig. Also Lyrik übersetzen ist schwer, aber okay. Aber Erlkönig kennen Sie sicher okay. Von... Ja, von wem ich denn jetzt der Erlkönig wieder oben, ne? Das war doch der Deutinger. Ah, was? Nein! Nicht aufpasst, Professor! Entschuldigung. Ja, ich fehlt jetzt die Stunde. Sag mal's einer. Sag's einer. Schiller. Es ist Goethe. Es ist nicht Goethe. Goethe, Friedrich Goethe. Okay, ich fange jetzt einfach an. Ja, und was willst du jetzt eigentlich den Beweis antreten, dass das auf Japanisch besser klingt? Dass es auf Japanisch besser klingt? Ach so, ja. Weil der redet in sich kompliziert herum. Ja, genau. Und. Das sind voll schöne Palmenbilder bei dir als Bildschirmschoner. Das ist aber echt leider. Entschuldigung. Geht schon. Das ist aber ein schöner, sanfter Unterton, hast du das gehört? Ja, na, der weiß es. Ja, ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich ein bisschen mehr lieb als du, nicht glaube ich. Du tust immer so abwägen. Na, ich hab dich halt lieb, das ist absolut. Pff, okay, dann behalte ich. Na, das ist ja nur Sympathiekundgebung, ich hab dich lieb. Ja, mach weiter. Was ist da jetzt irgendwie los? Das ist voll traurig. Die becken sich ab. Na gut, Kloster Neuburg ist vielleicht auch mal. So viel Tschernobyl, was ich umgekommen möchte. Der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Also du sollst das nicht übersetzen, nachdem schon gestern so. Nichts mehr sagen, okay. Sondern... Okay. Ja. Okay, wer jetzt? Okay. Also wer reitet so spät durch Nacht und Wind? So, ich halte mich raus. Das war ja... Wind, ja, zwei. Es ist der Vater mit seinem Kind. Entschuldigung, ich Strichpunkt dazu gesagt. Das ist Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Oh, von an, hallo, der Jugend, da, der Jugend, mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Also, der Sohn, das ist Manga. Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Ein Nebelstreif. Ja, das ist der Nebelstreif.
Das hat jetzt geheißen, mein Sohn ist der Niederstreif. Ja. Was heißt du dann, mein Sohn? Boah. Ist schwer, lieber Lang. Dem Vater grauset, er reitet geschwind. Oder ja, da. Er hält in den Armen das ächzende Kind. Was ist dann also länger dann? Das ist situationsabhängig, mir. Ah, ja. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Mann, das ging über die tragischen Dinge gehen es dann doch eher drüber. Ja. Also wenn ich wirklich... Da sagen sie dann nur mal Sachen wie so... Ach, okay. Ja, genau. Ja.